nicht schlimm, wenn man wie ich eine 4 in Kunst gehabt hat. Nein, definitiv nicht. Da war ich auch nicht gut. Wenn ich meine Wohnung renoviere, muss ich leider bis zu 8 Wochen momentan warten auf einen Maler. Woran liegt es eigentlich, dass dieser Job so sehr nachgefragt ist? Und gibt es eigentlich genug Auszubildende für den Job? Ich bin dafür heute im Malermeisterbetrieb Görg und Fiegel. Den gibt es seit insgesamt schon 17 Jahren und ich werde heute Carsten und Giovanni auf ihrem Arbeitstag begleiten. Vorher möchte ich aber noch dem Chef guten Tag sagen. Guten Morgen! Guten Morgen! Servus, Marius, hi! Stefan Görg, grüß dich! Morgen! Tatsächlich erleben wir denselben Fachkräftemangel wie in jeder anderen Branche auch. Also das trifft die Akademiker genauso wie uns Handwerker. Auszubildende haben wir im Moment 3 Stück. Allerdings mussten wir in der Tat vor 2 Jahren das erste Mal über das Arbeitsamt anfragen. Die sind tatsächlich heute in der Berufsschule. Okay, ja. Und wir begleiten Carsten und Giovanni. Genau, das sind 2 Junggesellen, die sind schon auch beide jetzt 4, 5 Jahre da. Ich glaube, es ist besser, wir besorgen hier einen Pulli, der ein bisschen dreckig werden kann. Alles klar, okay. Packen wir das mal an. Shirt. Hi. Giovanni. Hi Giovanni. Ich darf euch heute begleiten. Wir dürfen euch heute begleiten. Sauber. Es geht zu einer, was streichen wir heute? Eine Fassade machen wir heute. Ja? Ist hier in der Nähe. Bis gleich. Wolltest du das eigentlich schon immer machen, Maler werden? Ganz ehrlich, nee. Ich hatte vorher, nach meinem Realschulabschluss, habe ich eine Grundausbildung in Informatik gemacht, wollte also studieren gehen. Habe die dann auch gemacht, die wäre 2 Jahre gegangen, habe nach einem Jahr aber absolut gemerkt, so dieses drin bei gutem Wetter, diese Bürojobs und sonst was, die gefallen mir nicht wirklich. Und hab mir dann ein Handwerk gesucht. Die Verbindung da zum Maler war dann schon da, dadurch, dass mein Opa Malermeister war. Was müsste ich jetzt mitbringen, um ein guter Maler zu werden? Handwerkliches Geschick natürlich, Spaß an der Arbeit, Lust haben, auf neue Dinge zu lernen. Es gibt ja zig verschiedene Spezialtechniken und sonstiges. Spaß im Handwerk. Es ist nicht schlimm, wenn man wie ich eine 4 in Kunst gehabt hat. Nein, definitiv nicht. Da war ich auch nicht gut. Das ist dann, was nicht passieren soll. Oh. Weil die Fassade ist ja schon fertig. Sowas ist dann halt blöd gelaufen, aber die Fassade ist ja fertig, können wir nachher mit Weiß nochmal ausbessern. Aber das passiert uns auch genauso. Das bleibt nicht aus. Wie lange dauert die Ausbildung? Die Ausbildung geht 3 Jahre. Man kann vorher noch den Bauten- und Objektbeschichter machen, der geht 2 Jahre. Dann ist man quasi ein Malerhelfer. Und wenn man dann 1 Jahr noch dranhängt, ist man ein ausgebildeter Maler. Okay. Und ja, fertig. Und dann kann man seinen Meister noch machen. Den Meister kann man danach dranhängen, nach, ich meine, 5 Jahren Berufserfahrung. Man sagt, im ersten Lehrjahr kostet ein Lehrling, im zweiten Lehrjahr soll er das verdienen, was er kostet. Und im dritten Lehrjahr ist er dann so weit, dass man ihm auch verantwortungsvollere Aufgaben geben kann, wo er dann auch Geld einbringt. Dabei sein durfte. Wir müssen jetzt leider auch wieder ins schlechte Wetter, aber sind dann auch irgendwann froh, wieder im Büro zu sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.